Oh, komm schon. Bin ich so schlecht oder was? Hier gibt es auch ein Versorgungslager. Wir sollten kurz durchatmen. Trinksystem-Erweiterungsmodul. Geil. Das bedeutet, ich kann mein Tranksystem bald mal upgraden. Dann kriege ich einen Trank mehr. Und hier gibt es sogar ein großes Lager. Super. Also ich mag das Spiel aktuell sehr gerade. Also generell. Eins von drei. Nanosuit. Hohoho. Interessant. Drohne kann ich auch erweitern. Die Frage... Ich habe sogar zwei. Feuersystem-Upgrade. Scanner. Oh, das will ich gerne machen, weil ich den Scanner doch sehr häufig benutze. 50%. Upgrade den Scanner der Drohne. Verringert die Abklingzeit. Bringt den Dosen... Bringt den Dosendetektor an der Drohne an. Versucht... Verursacht ein Geräusch, wenn Dosen in der Nähe sind. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ah, ich kann hier schnell reisen. Uns hier schon. Oh, das Suit gefällt mir. Ich hoffe, der gefällt euch auch. Diese Natibas, sie sehen fast menschlich aus. Diese Natibas hier sind völlig anders als die an der Oberfläche. Viele von diesen Natibas sind uns völlig unbekannt. Ältester, irgendwas verheimlichst du uns. Aber was? Keine Ahnung, was der uns verheimlicht, dieser Lümmel. Ja, der Suit ist ein bisschen extrem, finde ich. Und nu? Au. Fuck. Das war dumm. Kann ich dich jetzt schon auf das Vieh schießen? Das sieht doch schon so aus. Oh, leck mich doch. Sei vorsichtig. Es wird die Unterzelle verzerrt und ist so gewachsen. Oh, leck mich doch.
Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich keinen Schrot. Oh, komm schon. Es kann doch nicht sein. Alter Schwede. Gute Besserung dir, Justin. Boah, ich krieg langsam Hunger. Sieh mal, ein Hyperantrieb. Ich muss unbedingt gucken, dass ich Schrot frei krieg hier. Ah, gab eine Menge Loot. Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. Altes Levor. Naja, ein dickes Ding. Der Erhaltungszustand der Hyperzelle ist gut. Okay, lass uns vorsichtig sein. Du solltest zurückkehren. Ich werde dich mit dem Tetrapod draußen abholen. Hm? Warte. Das da... Das ist ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis? Was ist das? Ein Gerät mit Aufzeichnungen vom Landetrupp vor mir. Darin sind wichtige Informationen für den nächsten Landetrupp. Verstehe. Aber was hat ein Landetrupp so weit draußen zu suchen? Was nicht? Vielleicht wussten sie etwas über den Alpha. Oder den Ältesten. Ich werde sie mir ansehen. Tag 8 nach dem zweiten Absprung. Dritte Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Verbliebene Überlebende Ripley und Annis. Annis Zustand ist bedenklich schlecht. Der Tod wird höchstwahrscheinlich bald eintreten. Wir haben ein Labor entdeckt, oh nein, Anus 4,47 Kilometer vom Abwurfpunkt entfernt. Offenbar wurden hier Natibas erforscht, aber wegen der Kontamination ist es schwierig, Informationen zu erhalten. Jedoch stieß ich beim Durchsuchen der Daten auf einen erstaunlichen Fakt. Vor dem Krieg, den wir den letzten Krieg nennen, war ein weiterer Krieg. Ein Krieg, der zwischen der Menschheit
und den selbst erschaffenen Androiden entbrannte. Den sogenannten Androades. Die Menschen verloren ihn gegen ihre eigene Schöpfung. Die Überlebenden versteckten sich in Untergrundanlagen, doch die Schlacht war nicht vorbei. Aber dann änderte ein unerwartetes Ereignis den Kriegsverlauf. Als die Menschheit fast ausgerottet war, erschienen aus dem Nichts mächtige Wesen unbekannter Herkunft. Es waren die Netibas. Der Krieg mit den Netibas führte zur Zerstörung der Androiden. Und so gelang es der Menschheit letztendlich, Zuflucht in der Kolonie zu finden. Von nun an forsche ich nach dem Ursprung der Netibas. Ich hoffe, dass ich damit den Netiba-Ältesten ausfindig machen kann. Wer auch immer dies ansehen wird, ich hoffe, Mother Sphere wird dich segnen. Sind die Netibas vielleicht die letzte noch Hoffnungsträger für die Menschen? Dass es so eine Aufzeichnung wirklich gibt. Und wir das vielleicht verhindern sollen? Es gab schon einen großen Krieg vor dem letzten Krieg. Von so etwas habe ich noch nie in der Kolonie gehört. Was denkst du darüber, Adam? Die Geschichte der Menschheit ist voller Kriege. Wen wundert's da, dass es vor dem letzten Krieg bereits andere Kriege gab? Und dennoch, irgendwie seltsam, dass das nicht überliefert wurde. Ich nehme das Vermächtnis mit und breche auf. Warte noch, Eve. Ich hol dich mit dem Tetrapod ab. Okay, ich warte hier. Ich habe eher das Gefühl, dass wir hier gegen die Menschheit agieren. Unwissentlich. Und die Androiden halt die Menschen künstlich im Zaum halten. Na, Süße, Bock auf ein Ründchen? Du willst die Prüfung wiederholen? Nein. Nein, will ich nicht. Wie sie da steht. Die Kleine. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Wie kann ich dir helfen? Ich würde gern... Oh, Verbesserungskraft der Angriffswaffe. Geil! Drohne. Das muss ich freischalten. Verbessert Rail-Patrone. Großartig, Eve. Kehren wir nach Zion zurück? Gehen wir an Bord. Ich habe da ein ganz komisches Gefühl. Ich nehme mir nochmal eine Suppe. Mehr oder weniger. So, nee, ich bin immer noch im gleichen Gefühl, dass wir hier vielleicht was Großem auf der Spur sind. Dass es irgendwie einen Plot-Twist gibt. Dass die Menschen gar nicht da sicher gehalten werden, weil es nicht genug Energie gibt. Sondern dass die Menschen dort vielleicht gefangen gehalten werden. Und der Alte gar nicht auf unserer Seite ist. Sondern wahrscheinlich die Energie, die wir dem besorgen, braucht, um die Menschheit weiter schlafen zu legen. Keine Ahnung. Weil dieses Ganze, das ist alles nicht wahr, was der Älteste sagt und so ein Scheiß. Diese Behauptungen häufen sich unter den Leichen, die wir finden.
Aber theoretisch sind es ja auch nur Androiden, also. Mal, wie könnten wir denn sonst ihre Erinnerungen bergen? Sehr komisch. Das ist genauso wie bei Nier. Das musst du theoretisch zweimal durchspielen. Einmal mit der 2B und einmal mit dem 9S, um zu merken, dass dieses Gerücht, die Menschen sind auf dem Mond, um die Erde, um wieder zurück auf die Erde zu kommen, gar nicht wahr ist. Hier kleine Spoilerwarnung zu Nier Automata. Bei Nier Automata gibt es nämlich gar keine Menschen mehr, aber die Androiden würden dann sich selbst töten, wenn sie keine Hoffnung mehr hätten, keine Aufgabe. Und deswegen sind die im permanenten Krieg mit den Maschinen, der dann zum Beispiel vom System künstlich gehalten wird. Ich hab das Gefühl, dass es hier genauso ein ähnlicher Plot-Twist ist. Lass uns mal überraschen. Aber ich habe so ein ganz komisches, mein Instinkt sagt mir ja. Müsst ihr euch auch mal machen, das ist einfach voll lecker. Ich habe nur bei dem Möhrengemüse hier. Naja, ein bisschen viel Speck würde ich nicht sagen. Speck kann man nie genug nehmen. Aber vielleicht ein bisschen viel Wasser. Und vielleicht keine festkochenden Kartoffeln nehmen. Karottengemüse. Speck und eine Gemüsezwiebel angebraten. Und einfach Karotten und Kartoffeln rein. Wie gesagt, ursprünglich wollte ja die Mutti heute vorbeikommen mit der Oma. Deswegen habe ich die Ingredienzien dafür geholt und gestern schon vorbereitet. Also vorgeschnibbelten Kühlschrank gepackt. Aber die hat ja dann gestern abgesagt. Da ich aber morgen zum Daniel fahre, für 2 Tage, werden die Ingredienzien halt schlecht geworden. Und ich habe halt keine Lust, den ganzen Kram wegzuschmeißen oder einzufrieren. Also habe ich jetzt gemacht und habe mir dementsprechende Portionen eingefroren. Jetzt müsste ich eigentlich 2 oder 3 Wochen lang nichts kochen. Morgen muss ich noch die 2 Bauchscheiben machen, die ich in der Schüssel gepackt habe, und dann passt das. Und dann habe ich nämlich alles im Gefrierschrank. Also Möhrengemüse habe ich jetzt 3 Portionen für mich eingefroren. Und 2,5 Portionen Bauerntopf habe ich noch. Die ganzen Grillpfannen, die ich geholt habe. Und ich habe mir noch mal für den Notfall ein paar Konserven geholt. Also ich denke mal, so eine Woche werde ich schon ohne, müsste ich schon ohne auskommen. Ohne einkaufen. Wenn meine CO2-Flasche durchhält. Der Suit hat auch was. Ich glaube nur, ich habe ein bisschen viel Rindsbouillon reingepackt. Ich habe gehört, du hast bei dem Problem mit dem Hyperantrieb geholfen. Ja. Weiter so. Und tu alles, was in deiner Macht steht, solange Sion profitiert. Ja, ja.
Engel, ich bin Lo, ein Sentinel. Mhm. Im Moment ist die Lage in Zion aussichtslos. Aber ich glaube, du wirst uns helfen können. Oh, das ist doch ein Lappen, ey. Tja, welches von den Spielen gefällt euch denn am besten aktuell? Zwei haben wir ja, beziehungsweise eventuell drei. Aber God of War Ragnarok möchte ich jetzt im Dingsbums nicht anfangen. Also, ich würde sagen, ja, schwierig, auch schwierig zu entscheiden. Zwischen Final Fantasy und Stellar Blade kann ich auch wenig unterscheiden. Obwohl Final Fantasy halt schon von den Geschichten her sehr schön ist. Aber bei Final Fantasy 7 finde ich es halt schade, dass sie so ein Open-World-Gedöns draus gemacht haben. Das fühlt sich einfach nur so streckend an. Hier sind es Geschichten, die schon interessant sind. Aber vielleicht liegt auch daran, dass ich den vorherigen Teil von Final Fantasy, dass das Spiel halt neu ist. Und das andere halt schon Vorgänger dazu gibt. Sie trügen mich nicht. Hervorragend, Adam. Ich habe keinen Kinder-Pinguin mehr. Und kein Kinder-Maxi-King mehr. Habe ich für gefressen. Scheiße. Dann auf zum Hyperantrieb. Sekundäre Energieeinspeisung. Aktivierung initiiert. Wow! Sieht echt heller aus. Ja. Was wir damit erreichen, ist jede Mühe wert. Ich finde die Kleine süß. So ein bisschen. Sprich mit Orkal. Brauchen wir die nächste Energiezelle. Wir müssen diesen ältesten der Nibertas oder so finden. Natibos. Natibas. Deadass. Deadass. Please give me dead. Ah, scheiße. So, alter Mann. Und noch einmal, vielen Dank. Jetzt bist du an der Reihe. Geduld. Er wird dir antworten. Halt dein Maul. Ich hab mit dem alten Opa gesprochen. Im alten Stadtzentrum gibt's eine Aufbereitungsanlage und einen Zugfriedhof. Ich erfasse die Frequenzen eines Alpha-Nativas, kommend aus Matrix 11. Matrix 11. Ich kenne noch nicht mal Matrix 4. Ich übermittle die Kartendaten an den Tetrapod. 1, 2 und 3 habe ich geguckt. Dies wird dich auf deiner Reise zum Aufenthaltsort des Alpha Nativas führen. Danke für die Hilfe. Echt praktisch. Nichts davon ist vergleichbar mit dem, was ihr für Zion getan habt. Das versichere ich euch. Ich wünsche viel Glück. Du brauchst noch eine. So, sprich im Unterschlupf mit Adam. Ich würde gern gucken. Die Stadt wirkt wie ausgewechselt. Hier sind mehr Leute, mehr Schilder. Sag ich doch, was wir hier erreicht haben, war jede Mühe wert. So schnell wird uns jetzt keiner mehr blöd von der Seite angucken. Klar. Das hört man doch gern. Um ehrlich zu sein, hat mich das nervös gemacht. Ich mache mich auf den Weg zum Tetrapod. Nun
Nutz doch ein wenig die Zeit und sieh dich währenddessen etwas um. Ich würde gerne noch ein paar Quests machen, um meine Auslagerung zu verbessern. Mensch, okay. Ah, hier gibt es wieder so viele Nebenquests, oder? Sprich im Unterschlupf mit Adam. Ah, holen wir uns ein paar Nebenquests. Warte mal. Hier bin ich doch falsch. Einsatzziel beenden. Warte mal. Hier lang, Engel. Sei still. Folge mir einfach. Was zum Geier? Was ist los? Worum geht's hier? Du sollst leise sein und mir folgen. Okay, jetzt bist du interessant. Was will er von mir? Warte mal, ich will mal gucken, ob die Kleine noch was hat. Hallo Engel, in letzter Zeit läuft das Geschäft viel besser. Dank dir. Wäre meine Schwester jetzt hier, um zu helfen, hätten wir auch deutlich mehr Waren. Ich verstehe. Es gibt jemanden, der für mich auch wie eine Schwester ist. Deine Schwester scheint mir eine kluge Frau zu sein. Meine Schwester heißt Kara. Kara. Sie ist stark und entschlossen. Noch. Deshalb glaube ich, dass sie noch irgendwo da draußen ist. Na dann. Das muss sie sein. Wir bringen sie in Stücken zurück. Ja, das wäre gemein. Polymermaterial, Wiederbelebungspumpe, okay, haben wir aber ein paar. Wie ein verfügbar Null auf Lager. Oh, Beziehungsstufe 2. Jetzt gibt's neue Sachen. Du bist eng mit Kara. Engel, du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du reden möchtest. Wer weiß, vielleicht habe ich dann auch etwas Interessantes für dich. Ah, Ohrringe. Ich habe keine Ahnung. Metacoin brauche ich jetzt nicht unbedingt. Modifikation? Beta-Wiederbelebung. Beta-Energieaufladung proportional zum erlittenen Schaden 3. Schilddurchbruch. Das sind Modifikationen. Okay, verstehe. Mach's gut, Engel. Alles klar, Mäuschen. Danke nochmal für deinen Einkauf bei Sisters Junk. Ich danke dir für deine Hilfe. Bis bald, Kaya. So, dann will ich diesem Lappen hier mal folgen. Wer weiß, was der von mir will. So, ich bin dir brav gefolgt. Der zeigt mir jetzt einen richtigen Hasen. Hey, ganz ruhig. Ich bin nur der Bote. Hier, nimm. Was? Das ist ein Terminal. Es ist mit einem Quantenpasswort geschützt. Was soll ich denn damit machen? Da fragst du die falsche Person. Was zum Geier? Ich wurde nur beauftragt, dir dieses Terminal zu geben. Dann viel Glück. Hey! Beschädigtes Gerät. What the fuck?
Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Na toll. Kriege ich irgendwas, womit ich nichts anfangen kann? Das ist doch herrlich. Und da unten ist ein Objekt. Gerade dachte ich noch, dass alles besser wird. Da kommt ein Engel. Ich habe immer noch nichts zu verkaufen. Bitte verschwinde. Ey, dieses so ein Arschloch, ey. Noch nicht. Das kommt bestimmt noch. Krieg ich hier noch eine Dose raus? Nö. Nix Dose. Hier. Was denn los? Engel! Meine Schwester wurde entführt. Ich bitte dich, rette sie. Wo sind die Plünderer jetzt? Dort! Die Straße runter! Bleib, wo du bist. Diese Lümmel. Bayern Weißbier dunkel. Alter Schwede, wirklich. Hier nicht einfach rein. Ich habe bereits geschlossen. Oh, Engel. Was machst du denn hier? Ein bisschen netter zu mir, du Lappen. Ich habe Geräusche gehört. Alles okay? Oh, das wollte ich nicht. Entschuldige die Störung, Engel. Wie du siehst, ist das ein Geschäft. Ich handle mit allem Möglichen. Nur habe ich gerade ein großes Problem. Was ist los? Nun, ich hatte einen richtigen Schatz im Laden. Er war quasi wie mein Schutzengel. Einen stehenden Buddha aus vergoldeter Bronze. Sehr alt und äußerst wertvoll. Meine Tochter Erin hat ihn mir gestohlen. Der Buddha beschützt dieses Geschäft. Sie weiß, wie wertvoll er ist. Sie will ihn bestimmt auf dem Markt verkaufen. Ah, super. Verstehe. Gut, ich mache mich dann auf den Weg. Danke, Engel. Wenn du den Scavengern auf dem Markt Angst machst, sagen sie dir bestimmt, wo er ist. Ich soll was? Ja, Engel. Ich bitte dich. Bring mir meinen vergoldeten Buddha wieder zurück. Bitte. Ich flehe dich. Ja, aber warum soll ich den Scavenger auf dem Markt Angst machen? Ich werde es versuchen. Oh, schade. Out of order. So, warte mal. Ah, Mission. Gestohlener Schatz. Todesengel. Wir sind also hier oben irgendwo. Hier, Jungs. So aber nicht. Jetzt gibt's auf die Fresse vom mächtigen Utrus. Oh, ihr Bastarde.
so. Engel, Engel, Engel. Alle nennen dich mit Freuden den Engel, nur weil du von der Kolonie kommst. Sind wir denn nicht auch nur Menschen? Hm? Warum müssen wir uns immer durch den Müll wühlen und vor den Nativas verstecken, nur um zu überleben? Wieso? Du bist eine Elite-Einheit und lässt dich von so einem Scheiß. Weißt du es nicht? Du musst es doch wissen. Ihr seid wahrlich echte Engel. Es gibt so viele Schätze, aber keine so wertvollen wie die Materialien in eurem Körper. Was willst du mir aus der Muschel ziehen? Bei einem so hochmodernen wie deinem, das wird ein Fest. Was soll ich sagen? Bedank dich später bei mir. Alter Schwede. Eve, geht es dir gut? Konzentrier dich nur auf mich, ja? Adam? Das waren Schwarzmarkthändler. Ich hätte nicht gedacht, dass die sogar Landetruppmitglieder angreifen. Was ist passiert? Sowas habe ich noch nie erlebt. Als ob wir mit den Nativas nicht schon genug Ärger am Hals hätten. Gehen wir zurück in den Unterschlupf und bringen das in Ordnung. Hat es einen Grund, warum wir uns selbst nicht sehen? Ganz komisch. Eve, hallo. Sieh dir das an. Was ist das? Einfach so, bin wieder da. Nichts passiert. Das hier ist eine Alpha-Signalanzeige. Dieses Gerät nutzt die leichte Resonanz des Alpha-Kerns, um ihn genau zu lokalisieren. Seine Reichweite ist nicht super groß, aber... Besser als gar nichts. Komm, Kleines. Ich denke, er wird sich als nützlich erweisen, wenn du an dem Ort bist, den Orkel erwähnte. Wow, gute Arbeit. Du kostest mich noch meinen Job. Ich dachte, den hättest du schon längst nicht mehr. Ganz schön frech. Ah, komm, geht mal ins Bett, ihr beiden, dann ist der Käse dass du mir gegessen. Du andauernd hilfst, Lilly. Einen Moment. Kannst du dich mal umdrehen? Die schiebt uns jetzt irgendeine Metallröhre in den Arsch. Passt. Was hast du gemacht, Lilly? Ich hab mit dem kleinen Finger gespielt. Kleine Anpassung an der Energieverteilung der Körperzelle. Und, fühlst du dich schon etwas leichter? Irgendwas ist wirklich anders. Was zum Geier? Wenn du versuchst zu springen, merkst du sicher gleich den Unterschied. Oh wei. Todesengel. Was zum Geier? Doppelsprung. Oh, cool, ich kann Doppelsprung machen. Okay. Unbekanntes Geschenk. Warte mal. Todesengel, ne? War doch irgendwie so eine Quest. Dornröschen. Ich würde gerne wissen, was da los ist. Zeit für Rache, Neustart, erste Kundin, Geschichte der Scavenger, Aufräumarbeiten. Todesengel. Eve schießt auf einen zu verzeihen, der seine Schwester von einer Gruppe Plünderer entführt wurde. Der Mann steckt jedoch mit den Plünderern unter eine Decke und versucht, die Eve zu töten.
Diese Plünderer, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben, hatten Eifersucht auf das besondere Dasein der Engel. Diese Plünderer, die unzufrieden mit ihrem eigenen Leben waren, hatten Eifersucht auf das besondere Dasein der Engel. Ah, okay. Mit Adams Hilfe gelang es Eve, ihnen zu entkommen. Das änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass nicht alle Einwohner Xians dasselbe von den Engeln dachten. Das hat mir jetzt was gebracht. Naja. Befrage die Händler auf dem Schrottmarkt. Die Frage ist, wo ist denn der Schrottmarkt hier? Der müsste doch hier bei Sisters Junk sein, oder? Habe einen gefährlichen Plan, um den Solarturm in der großen Wüste. Ungenaue Informationen. Anhaltende Sonnenstürme, ständige Bedrohung durch die Nativers. Eine sichere Rückkehr ist nicht garantiert. Schätze, der Ruf eines Scavengers sind nach erfolgreichen Abschluss gewiss. Okay. Okay, ich habe keinen Zugangscode. Nur weil sie bringt halt auch nichts. Was zum Geier? Die, da frage ich mal nicht. Danke, dass du uns die Hyperzelle geschenkt hast. Jo, kein Problem. Ich kann nicht glauben, dass sich ein Engel hierher verirrt. Ich wünschte, ich könnte diesen Engel treffen. Du weißt schon, dass ich gerade vor dir stehe, aber ist okay. Ah, eine Kiste. Wenn du nicht brav meine Streams einschaltest, kommst du in die Kiste. Das willst du nicht. Ja, das geht ja noch, wenn du die Reihenfolge halt schon vorpredikten kannst. Holy Mehrmetall. Nimm ich gerne mit. Eine Dose! Gebirgsglanz Mont Blanc. Geschenkt hast. Kaya. Kaya? Oh, Engel. Tut mir leid. Ich war gerade gedanklich bei meiner Schwester. Ja, ja. Hoffentlich kommt sie bald zurück. Ich will nicht mehr länger warten. Ich habe mich ihr in letzter Zeit sehr nahe gefühlt und war erleichtert. Alles dank dir, Engel. Ja, kein Problem, Kleines. Das freut mich zu hören. Kaya, kann ich dich was fragen? Klar. Kennst du zufällig Aaron? Aaron? Dann hast du die Geschichte wohl bereits gehört. Welche denn? Über sie und ihren Vater Lyle. Sie standen sich sehr nahe, kümmerten sich umeinander, aber sie hatten Geldprobleme. Aber seit Lyle diesen stehenden Buddha hat, hat er sich verändert.
Er hält ihn für seinen Schutzengel und glaubt sogar, er sei eine Verkörperung von Mother Sphere. Und nach einiger Zeit wurde seine Besessenheit immer schlimmer. Vermutlich wollte Erin ihn deshalb loswerden. Sie hat mich nach einem Ort gefragt, an dem man ihn verstecken kann, sodass niemand ihn findet. Ah. Scheint mir, als wäre das etwas Persönliches. Und wo ist Erin? Die Trümmerfelder. Da steht ein Gebäude mit Kuppeldach. Die Leute nennen es Villa. Sie wurde von seltsamen Drohnen erbaut und niemand geht dorthin. Ein perfektes Versteck. Okay, danke. Interessant. Begib dich zur Villa. Ja, der ist wahrscheinlich nicht hier in der Stadt. Okay, das ist interessant. Ja, das sieht natürlich ganz anders aus, wenn der Alte da so komplett durchdreht. Wegen diesem Kack-Buddha. Da bin ich gar nicht sicher, ob ich den wirklich zurückbringen möchte. Was kann ich für dich tun? Hey, du, Engel. Lust auf ein bisschen Geschichtsunterricht? Ja, ja. Geschichte? Ich bin interessiert. Oh, wei. Meine Güte. Das ist ja mal eine Überraschung. Freut mich sehr, dass es dich interessiert. Die Bürger hier sind zu erschöpft oder abgestumpft, um die Wunder der Geschichte zu begreifen. Was zum Geier? Ich weiß nicht so recht. Ich interessiere mich besonders für organische Zivilisationen, so wie die Menschen, die vor uns hier waren. Leider sind uns nicht viele Aufzeichnungen erhalten geblieben. Und ich muss dir welche besorgen. Das war schon klar. Sollte man nicht wollen, dass wir sie sehen. Ist das nicht seltsam? Auch wenn die Geschichte vernachlässigt wurde, nirgendwo werden organische Menschen erwähnt. Es fühlt sich fast an wie verbotenes Wissen. Na, ist das nicht aufregend? Ha, und wie? Hört sich gerne selbst reden. Der Antrieb der Menschheit. Wir lernen unentwegt. Ja. Ich habe da schon eine Idee, wie man an solche Aufzeichnungen über organische Menschen rankommen könnte. Ich habe gehört, du hast die Halle der Aufzeichnungen in Ada 7 besucht. Stimmt das? Und du hast dort eine Hyperzelle geborgen. Das kann sein, allerdings... Ja, dann erfüll mir bitte einen Wunsch. Allerdings, bitte, erstmal scheißegal. Informationen zu organischen Menschen über das Terminal in der Halle der Aufzeichnungen. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Bitte, ja? Aber die Halle der Aufzeichnungen ist doch längst... Eve, hör mal. Du solltest dich mit dem Informationsterminal über den Türschalter beim Eingang verbinden können. Was? Lily, möchtest du vielleicht mitkommen? Natürlich, ich bin doch neugierig. Ich will unbedingt mehr von der Zivilisation vor uns erfahren. Das wird ja ein schöner Spaß. Gut. Ich hätte ihn nie ansprechen Wenn dürfen. Wenn ich wieder in Ada 7 bin, halte ich danach Ausschau. Ich wusste es. Siehst du, und ich haben etwas gemeinsam. Nein. Sehr schön. Ich bleibe hier und warte geduldig auf deine Rückkehr. Na los, hopp, hopp. Ja, ich gehe ja schon. Ich hätte ihm was geschissen.